sind zu Gast im neuen und modernen Sportzentrum in Neugersdorf, sind jetzt im Veranstaltungssaal und bei mir ist Jutta Lucke von der gleichnamigen Tanzschule hier in Neugersdorf. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Lucke, wir waren das letzte Mal vor 3 Jahren bei Ihnen. Was hat sich denn in der Zwischenzeit bei Ihnen getan? Was hat die Zeit mit Ihrer Tanzschule gemacht? Ja, Sie sehen es ja, wenn man sich umschaut, es hat eine ganze Menge gemacht. Wir sind vergrößert. Wir haben zwar unseren kleinen Saal im Stadtzitter auch noch, die Tanzschule, aber es war zu klein für bestimmte Veranstaltungen. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir jetzt hier diese Räumlichkeiten haben und nutzen können für viele Veranstaltungen. Welche Angebote können Sie denn hier unterbreiten? Also zurzeit führen wir hier Tanzstunden durch, Ehepaarkurse. Regelmäßig sind unsere Zumba-Kurse hier drin und alles, was jetzt Kindertanzen ist, das haben wir noch in unseren kleinen Räumen, also auf der Breitscheidstraße. Aber alles, was jetzt größere Veranstaltungen sind, auch Tanzstunden, Bälle und andere Veranstaltungen, die jetzt, sagen wir mal, eine bestimmte Größe doch verlangen, die führen wir dann hier durch. Großartig, Sie sind ja als Tanzschule nach wie vor in der Region unterwegs. Oh ja, also in Neugersdorf, Löbau, Kunewalde, Neusalzer, Spremberg bis hin Freitag und Montag immer nach Bischofswerda. Sag mal, die Faszination Tanz lässt ja nicht nach. Wie erklären Sie sich das selbst? Das kann man breit gefächert sehen. Einmal ist es ein wunderbares Hobby, was man ja nun mal paarweise zusammen machen kann, weil die hektische Zeit bringt es nun mal, dass der eine in dem Verein ist, der andere vielleicht in dem oder arbeitsmäßig, dass da man nicht immer zusammenkommt und übers Tanzen wenigstens 1,5 Stunden kann man den Alltag mal draußen lassen. Sie sind ja auch verantwortlich für professionellen Turniertanz. Wie viele Turniertänzer sind bei Ihnen in der Schule an Bord? Zurzeit sind nicht zu viele Turniertänzer. Warum? Wir haben wieder Abiturzeit. Und ich sage immer dieses schöne Wort, auch unter den Kollegen, wir sind hier Zulieferer, weil wir wecken sozusagen das Interesse am Tanzen. Und wenn sie dann ein bestimmtes Alter haben, ja, dann haben wir zwar auch Möglichkeiten, dass die Jugend hier bleiben kann, aber sehr, sehr viele gehen dann studienweise doch weg. Und da freue ich mich dann immer, wenn sie dann in den anderen Orten weiter tanzen. Und die Kollegen bedanken sich immer, dass sie, auf Deutsch gesagt, gutes Material bekommen, mit dem sie dann weiterarbeiten können. Denn wir hatten ja vor kurzem den mehrfachen Weltmeister, den Andreas, bei uns zu Gast, der hier mal angefangen hat zu tanzen. Oder wenn ich jetzt den Henry Genencher nehme, der hat viele, viele Jahre hier getanzt. Der hat jetzt eine eigene Tanzschule. Und so kann man jetzt den Faden immer weiter nehmen und da sind wir ganz froh, dass wir das Interesse wecken und ich bin auch froh, wenn vielleicht der eine oder andere dann mal wieder zurückkommt und sagt, okay, dann machen wir hier weiter. Hallo, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Übrigens noch mehr Informationen zu den Angeboten der Tanzschule Lucke gibt es natürlich im Internet unter www.tanzschule-lucke.de.